Okay. Das ist. ekelhaft. Das ist. Nein, so werde ich sie im Freizeitpark definitiv nicht verkaufen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute werde ich eine KI nutzen, um Grafiken für Essen-Items in Minecraft zu erstellen. Ich werde die KI bitten, Bilder von verschiedenen Lebensmitteln zu zeigen, die ich dann in Minecraft nachbauen kann. Ich bin gesp. Was? Nee. Nee. Die KI macht die Bilder. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute habe ich eine besondere Herausforderung für euch. Ich werde eine KI nutzen, um Grafiken für Essen, Items in Minecraft zu erstellen. Das heißt, ich werde der KI sagen, was für ein Essen ich haben möchte, und sie wird mir ein Bild davon zeigen, das ich dann in Minecraft verwenden kann. Ich bin gespannt, wie gut die KI das schafft. Lasst uns anfangen! Für unseren Freizeitpark brauchen wir aber auch natürlich Fressi Fressi und da haben wir schon ganz wunderbare Stände und Buden, bei denen man zum Beispiel einen Hotdog bekommen kann oder auch Pommes bekommen kann. Und ganz ehrlich... Wir nutzen einfach AI-Technology, um uns entsprechende Grafiken zu machen. Dann lasst uns mal Items generieren. So, die Zuschauer stimmen gerade hier live ab, welches Item mir am besten gefallen hat von denen. Und wir haben jetzt mal mit Hotdog begonnen, ne? wir haben Hotdogs generieren lassen. Und es ist ziemlich eindeutig, dass uns gerade dieses Hotdog hier am besten gefällt. Deshalb ist dieses Hotdog gebombt. Dann auf zum nächsten Item. Als nächstes machen wir mal den Burger und ihr seht hier auch wieder Möglichkeiten zur Abstimmung. Hier stimmt gerade der Chat ab. Ich habe auch mein Personal Favorite und schön, dass der Chat zum größten Teil das genauso sieht. Wir sehen der 3 und 4, das sind so gerade die drei Grafiken, die gerade am besten ankommen. Ich persönlich finde den zwar richtig, richtig spicy, richtig nice, auch gelungen, aber. Ich werde den mir auch herunterladen, aber ich glaube, ich, glaub, ich nehme eher den hier, weil hier die Pixeldichte kleiner ist. Wir wollen ja später das Item noch irgendwie nach Minecraft exportieren und da können wir maximal 16 x 16 Pixel benutzen. Das heißt, wir, wir müssen auch hier so oder so skalieren. Das sind nicht 16, ne? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das ist schon viel mehr als 16 Pixel. Wir werden das so oder so skalieren müssen. Ähm, aber egal, für den Anfang sehr, sehr nice. Der Chat sieht das auch so. Und wir kommen zum nächsten Item. Das nächste S-Item soll Pommes sein. Die gute, schöne Pommes auf der Hand in der kleinen Schale. Obwohl, oder so eine Pommes. Ja, ist auch nicht schlecht. Welche Pommes gefällt jetzt den Leuten am besten? Das ist eine schwere Entscheidung tatsächlich von diesen Vieren. Wir gucken mal. Das ist Nummer 1, das ist Nummer 2, das ist Nummer 3, das ist Nummer 4. Ähm, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Wobei ich glaube, ich tendiere zwischen 1 und 3. Das sind so gerade meine personal favorite. Das ist mir ein bisschen zu sehr nach Putin, sieht das aus, und das sieht mir ein bisschen zu sehr nach was auch immer aus. Ähm, ich glaube aber. Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich persönlich tendiere zu 1, aber wir sehen, der Chat ist auch größtenteils auf der 1. Das heißt, wir wählen die Nummer 1. Das sind unsere Pommes. Sehr nice. So, und das nächste Item. Natürlich, natürlich. Es muss ein Eis sein. Wir haben uns gerade entschieden, dass wir Eis als nächstes machen. So, auch hier wieder lassen wir Bing das Ganze lösen. Bing zusammen mit ChatGPT-4 und zusammen mit Doll machen sich jetzt auf den Weg und die Reise, das zu machen. Wir erstellen eine neue Umfrage. Das ist schön, wenn man nicht live dabei ist, dann kann man nicht nur Hallo YouTube schreiben, sondern man kann auch hier eine Umfrage teilnehmen. So, neue Umfrage, zack, und da sind auch schon unsere Eis am Stiel. Die sind aber diesmal sehr, sehr wild generiert, muss ich sagen. Ähm. Ich ändere das Bild jetzt mal. Bitte nur drei Kugeln Eis. Wir machen es mal ein bisschen kleiner. Das ist ein bisschen zu, viele, bisschen zu viel Eis im Bild. Das Schöne ist, das kann ich der KI einfach sagen. Ich kann der KI sagen: bitte nur drei Kugeln Eis. Und die KI, die versteht das sogar, glaube ich zumindest. Schauen wir mal. Das wäre jetzt richtig cool. Boah! Guck mal, ja, sie, lol, sie hat es wirklich hingekriegt. Und macht die Waffel bitte etwas spitzer nach unten. Boah, das Schöne ist, ich kann der KI wirklich wie ein Mensch erklären, was zu tun ist. Und die macht das einfach. Okay, wir warten mal. Ja, okay. Geht in die richtige Richtung. Ehrlich gesagt. Können wir jetzt die Umfrage machen, was euch am besten gefällt? Ich habe einen persönlichen Favorite. Ich lasse die mal die vier. Ich bin mit den vier zufrieden. Jetzt kommt der Chat dran. Welchen nehmen wir? Eins, zwei, drei, vier. Ich habe einen personal Favorite. Jetzt bin ich mal gespannt ob mein Geschmack auch euren Geschmack trifft. Nicht ganz, wie ich sehe. Die meisten scheiden sich gerade für zwei, wie man hier gerade sieht. Äh, interessant, dieses Ding hier. Aber dann werden wir es auch downloaden. Mein Personal Favorite ist die hier tatsächlich. Auch wenn es ein bisschen weird aussieht, aber hier finde ich das Eis ein bisschen besser dargestellt. Äh, hier finde ich das ein bisschen weird, dass das Eis so oben drauf sitzt. Aber wir werden nachher noch mal den iOS 100 fragen. Der wird sich ja auch noch entscheiden. Gut, neues Thema, neues Item und wir schauen mal, was es wird. Natürlich Pizza. Was ist eigentlich euer Lieblingsfastfoodgericht? Oh, das ist cool. Ähm, aber warte mal, warte mal. Eine Pizza, eine ganze Pizza. Wer kriegt denn schon eine ganze Pizza? Ich finde die cool. Äh, ich finde ja, die alle sehr, sehr cool. Aber ähm, bitte, bitte nur ein Pizzastück. Ne? Wir wollen ja wir nicht eine ganze Pizza haben. Also sage ich, dass der KI. Und die KI ist natürlich schlau. Ja, also, schlau in Anführungszeichen. Aber ich denke mal, es funktioniert. Das mit der Auflösung von 16x16 üben wir noch. Also wir werden nicht drum kommen, nochmal die Bilder zu skalieren. Dabei werden sie nochmal ein bisschen Details verlieren. Aber ich finde, die Pizza ist schon sehr, sehr gut geworden. Die kann ich auf jeden Fall schon mal downloaden. Das hier sieht mir eher nach einer Quiche aus anstelle einer Pizza. Und das hier, nee, das würde ich nicht an Oh, okay. Wow, okay, okay. Die sind sehr geil. Alle sind geil. Ich kann mich nicht entscheiden. Jetzt ist der Chat gefragt. Chat ist wieder da. Das ist eins, das ist zwei, das ist drei, das ist vier. Ich habe einen Personal Favorite, definitiv ist gerade ein Personal Favorite safe ins Auge geflogen. Aber man sieht tatsächlich im Chat auch, quasi, wir haben so zwei Tendenzen. Und ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Die Reise geht gerade Richtung 2. Persönlich finde ich den hier tatsächlich geiler als den hier, weil der mehr Textur hat. Aber wenn der Chat sagt, zwei ist auch cool, dann nehmen wir den natürlich auch mit. Ja, ist aber schon definitiv sehr unique. Den finde ich ein bisschen zu käsig, zu viel Käse drauf und das ist mir. Zu Himbeertortig. Ja, weiter geht's mit dem nächsten. Der Klassiker schlechthin. Und zwar die Currywurst. Die soll's sein. Die machen wir als nächstes. Ähm, ich bin gespannt, was sich die KI unter Currywurst in Minecraft vorstellt. Das sieht mir sehr verdächtig nach Hotdog aus. Nee. Äh, Currywurst in der Schale mit, ähm, mit, wie nennt sich das? Mit Pike. Ich, ich, ich hoffe, er versteht, was ich damit meine. Currywurst in der Schalte. Die nee, Antwort abbrechen. Ähm, abbrechen. Currywurst in der Schale mit Pike. Es ist Groß- äh, und Kleinschreibung, ist egal, aber ich glaube, Schalte hätte er wahrscheinlich nicht so ganz verstanden. Mal gucken, ob er das meint. Also, ich kenne Currywurst immer in so einer weißen, ihr kennt das bestimmt, so ein weiß Schälchen. Und da ist die Currywurst drin mit so einer Pike, die man drauf Ich glaube, das ist schwer, das umzusetzen, in Minecraft. Als Item. Ali hat er mir viel zu stark in Richtung Hotdog gegangen. Da sieht man so ein bisschen nach, äh, nach Wurstbrötchen mit Senf oben drauf. Aber wir schauen mal, Currywurst in, in der Schale mit Pike zu erstellen. So. Jetzt hat sich die KI aufgehangen. Das passiert natürlich manchmal. Das heißt, wir müssen neu machen. Das Item soll eine Currywurst, Currywurst in der Schale. In der Schale mit Holzpieke sein. Versuchen wir es mal neu. Er stellt quasi einen komplett neuen Chat und schauen mal, was er uns daraus zaubert. Okay, das ist ekelhaft. Das ist, nein, so werde ich es im Freizeitpark definitiv nicht verkaufen. Nein, 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 okay. Es wird keine Currywurst bei uns im Freizeitpark geben. Es wird irgendwas anderes geben. Uah, mach das weg. Ähm, Was wird sich denn noch gewünscht? Döner wird sich gewünscht. Das Item soll ein Döner sein. Wir sagen einfach mal Döner. Aber die Frage ist, was macht er jetzt? Es könnte jetzt sein, dass er jetzt Döner versteht als den ganzen Fleischspieß. Warum nicht? Guten Tag, ich hätte gerne einen Döner. Bitteschön, hier haben Sie den ganzen Fleischspieß. Ich so, danke. Okay. Imagine einfach mal. Stellt es euch einfach mal vor. Ähm. Oh! Ja! Ja! Jetzt ist der Chat dran. Was findet ihr schöner? Jetzt bin ich gespannt, was die da. Das wir. Guck mal, eins, zwei, drei, vier. Das ist ja sehr interessant, was hier passiert ist. Guck mal, 16x16 äh, ähm, 16 Pixel Art of a Döner Kebab in Minecraft-Style. Also, er hat das sofort richtig interpretiert, was ich gemeint habe. Äh, und der Chat geht eindeutig auf die 4. Auf die ich persönlich auch eindeutig gehen würde. Ich finde, dass das schon sehr, sehr, sehr gut aussieht. Hier könnte aber noch ein bisschen Texturen korrigieren. Äh, es werden sowieso die Pixel korrigiert werden müssen. Kommen wir nicht drum herum, wie gesagt. Aber ich nehme diese Textur auch noch mal mit rein. Und wunderbar. Und auf zum nächsten Item. Ich weiß, was wir machen. Wir wollen ja auch noch Kino machen im Freizeitpark. Und zu Kino gehört natürlich Popcorn und ganz wichtig Nachos. Äh, mal gucken, wie sich die KI Nachos in Minecraft vorstellt. Ähm, ah, jetzt verstehe ich. Okay, ich, ich verstehe. Ähm, bitte nur ein paar Nachos. Äh, ja klar, das ist die klassische Nacho-überbacken-Platte. Also ganz typisch, glaube ich, in Amerika gibt es das als Gericht sogar auch so. Da, da habe ich schon mal gesehen, so ein Teller mit ganz vielen Nachos, die mit Käse überbacken sind. Sau lecker. Aber das meine ich nicht. Im Kino habe ich ja immer so eine kleine Schale mit ein paar Nachos drin. Ähm, und in Minecraft nimmst du ja wahrscheinlich eine erstmal so in die Hand und ist die. Du isst ja nicht die ganze Schale auf einmal. Nein, das, das sind Maultaschen. Das sind keine Nachos. Ich weiß nicht. Irgendwie mag er das mit den Nachos eventuell nicht. Mmh. Ja, wir haben uns hier ein bisschen verrannt mit der KI. Das ist jetzt Problematik. Je mehr ich jetzt sage, desto mehr bezieht er sich auf die Bilder davor und macht am Ende nicht das, was ich möchte. Wir können es noch mal versuchen, indem wir einen komplett neuen Chat machen und ihn noch mal von vorne beginnen. Also Item soll Nachos sein, wie äh, Doritos. Wie Doritos schreibe ich einfach mal, dass er eine Referenz hat. Mal gucken. Nee, okay, also. Wobei. Oh, so doof finde ich die tatsächlich jetzt nicht, die Ergebnisse. Mal gucken, was der Chat sagt. Wir fragen den Chat mal. Wenn ihr euch für eins dieser vier Dinger picken müsstet, was würdet ihr nehmen? Jetzt ist der Chat wieder gefragt. Eins, zwei, drei oder vier. Was gefällt euch? Ich bin mal gespannt. Ähm. Aber es freut mich zu sehen, dass der Chat genauso denkt wie ich. Weil ich finde tatsächlich auch dieses Ergebnis sehr, sehr gut, um ehrlich zu sein. Sieht tatsächlich aus wie eine Box Nachos. Und ich würde trotzdem den einen ja auch noch irgendwie mitnehmen. Gut. So, und last but not least wollen wir natürlich Popcorn machen. Das Item soll Popcorn sein. So. Und das ist natürlich jetzt sehr nice. Ich glaube, Popcorn wird die KI ohne Probleme kriegen. Dann haben wir jetzt ein paar Nahrungsitems gemacht. Und der nächste Schritt ist, dass wir Trinkitems machen. Also so ein paar Getränke, die man auch noch kaufen kann. Wir sind ja die ganze Zeit hier im Freizeitpark. Das heißt, wir wollen ja die Sachen auch an diesen ganzen Stationen anbieten. Bei Eis und solchen Sachen müssen wir mal gucken, was wir da so schönes anbieten. So Frozen Yogurt oder solche Sachen können wir natürlich auch nochmal irgendwie klären. So, aber schauen wir erstmal, was das Popcorn uns bieten zu hat. Ihr Bild wird generiert. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Da. Okay. Welches Popcorn gefällt dem Chat am besten? Eins, zwei, drei oder vier. Bitte einmal abstimmen. Und der Chat sagt Bier. Nein, ich möchte Bier und Cola. Können wir machen? Nee. Ich bin gespannt. Ähm, aber das geht ziemlich eindeutig auch in Richtung zwei und drei, dass denen das sehr, sehr gut gefällt. Same here. Same here. Wobei eins auch nicht schlecht ist. Ich würde aber dann tatsächlich doch den Kollegen hier nehmen und den Kollegen nehmen. Wunderbar. So, und jetzt Getränke. Prösterchen, meine Damen und Herren. Oh. Ich weiß aber nicht, ob wir da Ärger kriegen, tatsächlich, wenn wir die Marke Kohle. Cool, aber das müssen wir ein bisschen später abwandeln. Ab, ab aber irgendwie sehen die alles hass aus. So, also mal gucken, was der Chat dazu sagt. Ob der ein Favorite hat. Ich frage mal, bitte, als Dose. Und als Pepsi. Oh, wie gemein. Oh mein Gott. <laughs> okay, ja. Das ist die große Frage. Pepsi oder Cola? Oder einfach beides zusammenmischen und mein Stream wurde in diesem Moment gedisliked. Und ja, okay. Hey, habt ihr schon diesen Kanal abonniert? Ah! Look at this, look at. What, was? 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 Ja, ihr nehmen die hier und die werde ich ein bisschen später bearbeiten. Aber okay. Dosen mal. Nee, nächstes Item. Man kann natürlich auch noch sehr viel mit den Tränken in Minecraft arbeiten, aber ich würde sagen, ein, ein Item nehmen noch, weil es so viel Spaß gemacht hat. Ihr kennt mich, ich liebe Kaffee, also möchte ich jetzt eine richtig schöne Tasse Kaffee sehen. Und ich erwarte viel. Ich erwarte wirklich viel. Ich möchte, dass ihr jetzt in einer guten Tasse Kaffee aussieht. Das wird die AI hinkriegen. Wenn nicht, bin ich doch sehr, sehr enttäuscht von der AI. Also, Trommelwirbel und ja, es sieht doch mal ordentlich aus. Welcher Kaffee? Also, ne, Chat, also Chat, gucken wir mal ganz kurz, ob der das gleiche sieht. Ja, sieht also, sofort schon. Ja, 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 okay. Chat. Chat und ich, wir sehen, wir, sehen wir, sind, wir sind mit Gedanken miteinander verbunden. Der Chat weiß ganz genau. Ich wollte gerade sagen, also ich nehme die. Die ist perfekt. Die ist perfekto. Absolut wunderbar. So, das heißt quasi, wir können, ähm, können wunderbare Dings machen. So, jetzt ähm, würde ich als allerletztes noch sagen, ich mache gerade ein YouTube-Video, in dem ich eine KI verschiedene Essence-Items in... Minecraft generieren generieren äh, lasse. Erstell mir bitte ein Thumbnail für das Video. So. Was denkt ihr wohl? Wir sind doch, wir sind doch modern unterwegs. Wir müssen nichts mehr heutzutage selber machen. Internet, das ist das ist einfach, YouTube-Videos zu machen. Früher war das viel zu aufwendig. Chat, wenn ihr euch noch mal irgendwie im YouTube-Video ähm, verewigen wollt, schreibt gerne noch mal was rein. Und ansonsten sehen wir uns jeden Sonntag wieder. Und vergesst nicht, vergesst nicht, Leute, vergesst auf gar keinen Fall. Oh, wenn ihr das vergesst, dann bin ich sehr sehr traurig. Ähm Vergesst nicht, dass wir einen Merch Shop haben. Ich rede jetzt so lange weiter, bis sich dein Browser geöffnet hat. Lolingo heißt der Merch Shop. Lolingo. Lolingo.de. Und ihr seht, ich bin Partner bei Lolingo sogar. Wie cool ist das denn? Unter The Joecraft findet ihr mich und dort findet ihr meinen Adventskalender. Und wenn ihr den noch haben wollt, aktuell könnt ihr noch vorbestellen, bald könnt ihr bestellen. Danach ist er nicht mehr da. So, haben wir einen Thumbnail. Haben wir einen Thumbnail. Hallo, 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 hallo. Browser. Tschüss. Okay. Thumbnail. Oh, wie was? Oh, es ist erschreckend gut, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte. Warte, wir kriegen das jetzt einmal so hin, dass wir den Chat nochmal sehen. Das ist erschreckend gut. Das ist wirklich gut. Du Das ist ja wirklich, wirklich gut. Boah, welches, welches Thumbnail nehmen wir? Letzte Umfrage an den Chat. Eins, zwei, drei oder vier. Welches Thumbnail nehmen wir? Also, wie gesagt, ich, ich werde bald nur noch KIs meine Videos machen lassen, Leute. Irgendwann, irgendwann sitzt hier kein The Joecraft mehr, sondern nur noch nur noch so, ein, so eine Roboter-KI, die dann. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich Ihnen Redstone. Wahrscheinlich werden diese Videos sogar besser sein als meine aktuellen Videos. Das ist hart, aber wahr. So, wir nehmen Thumbnail Nummer 3. Wunderbar. Ciao, Leute.